Kundenberater vermitteln unseren Kunden in der Bus ein sicheres und ein angenehmes Gefühl. Das ist die erste Linie. Und in zweiter Linie sind sie natürlich für die Beratung da, Präsenz und schlussendlich natürlich auch für Verzeigungen. Kundenberater sind für uns vor Ort, gehen schauen, ob unsere Fahrgäste auch entsprechend das richtige Ticket haben. Und ohne Kontrolle würden die Leute auch automatisch weniger Tickets kaufen. Ja, Erträge sind entscheidend, oder, für unser Geschäft. Ohne Erträge können wir keine Investitionen machen in Menschen, aber keine Investitionen in Fahrzeuge, in Gebäude. Darum Erträge zu erwirtschaften ist extrem wichtig. Ich glaube, der Kundenberater hat die Chance, weil er so nah ist, von außen eben auch vor Ort beim Kunden die Marken und unsere Werte von der ZVB zu vermitteln. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil, den wir haben, dass wir so nah sind bei unseren Fahrgästen, auch dank der Kundenberater. Weitere Aufgaben des Kundenberaters sind, einerseits er muss alle Linienkenntnisse haben, er fährt auf allen Linien. Extra Fahrten sind da gefragt, der kurzfristige Bahnersatz. Es sind Aufsichten bei Grossanlässen, Fertigkurs für Dritte, Asylprävention, Besuchstage in der ZVB. Das sind alles solche Sachen, die der Kundenberater erfüllt. Der kurzfristige Einsatz für den Busbetrieb. Brauchen wir Kundenberater für Bahnersatz, der von der SBB kurzfristig bestellt wird bei uns. Oder bei Einsätzen, wenn ein Fahrdienstmitarbeiter krank wird, dass sie sofort einspringen und den Dienst fertig fahren können. Die Unterstützung für den Betrieb ist insofern wichtig, dass wir auf flexible Mitarbeiter angewiesen sind, die jederzeit alles fahren können. Und das geht gar nicht unter Berater nicht. Bei der Kontrolle ist ganz wichtig, dass man immer zu zweit, wenn nicht mehr, unterwegs ist. Es kommt immer auf den Auftrag drauf an. Und das bringt natürlich auch eine gewisse Sicherheit für den Kundenberater, aber auch Qualität gegenüber den Kunden. Zusammenhalt ist so wichtig im Team, weil genau bei solchen hitzigen und wirklich sehr schwierigen Situationen manchmal, man muss sich auf den Kollegen vertrauen im Team. Und darum ist auch das Vertrauen im Team sehr hoch gestellt.